About the Mind. Dein Psychologie-Podcast. Sei dabei, wenn Tonka und ich mit Expertinnen und Experten über die Psyche reden. Und über alles, was uns sonst noch so durch den Kopf geht. Hier ist eine neue Folge von About the Mind. Heute sprechen wir mit Daniel Rieber. Daniel hat einige Jahre in der digitalen Branche gearbeitet und hat sich jetzt mit seinem Unternehmen WeWolf und dem Podcast auf der Suche nach dem Hier und Jetzt auf Achtsamkeit spezialisiert. Darüber sprechen wir natürlich mit ihm, aber auch über Selbstführung, über Routinen, über die Komfortzone und was das überhaupt wirklich ist. Außerdem auch über Achtsamkeit für Führungskräfte. Viel Spaß beim Hören! Dann, Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Herzlich willkommen. Wir fangen unsere Interviews in der Regel damit an, dass die GesprächspartnerInnen sich selbst einmal vorstellen mit eigenen Worten. Und damit würde ich auch gerne mit dir anfangen. Stell uns gerne dich selbst einmal vor. Sehr gern. Also erstmal danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und bin sehr dankbar, heute hier sein zu können. Mein Name ist Daniel. Ich habe ungefähr 14, 15 Jahre in der digitalen Branche gearbeitet, also hier in Berlin in verschiedenen Startups und Tech-Unternehmen. Und ich habe für mich herausgefunden, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, viele Veränderungen, viele Herausforderungen und dass mir Achtsamkeit, Selbstführung und einfach eine hohe Wahrnehmung davon, wer ich eigentlich bin, was mir wichtig ist, was meine Ziele sind, wo ich hin möchte, dass das einfach in so einer Zeit, die wir gerade alle erleben, aber auch vor allen Dingen in den Unternehmen, in denen ich war, einfach unglaublich wichtig ist. Und ich habe für mich selber Achtsamkeit als wertvoll gefunden, kann man das so sagen, bin heute sehr dankbar, dass ich mit Unternehmen arbeiten kann, mit Führungskräften arbeiten kann, um eben diese Erfahrung auch weiterzugeben. Und dafür habe ich vor 4 Jahren eine Ausbildung zum systemischen Coach und Trainer für Achtsamkeit gemacht und vor 3 Jahren mit meinem Partner Dr. Nico Rönnpagel gemeinsam ein Programm entwickelt für Unternehmen. Und das setzen wir heute bei Unternehmen ein wie Axel Springer, Zalando, Soundcloud, eBay. Und das ist was mich sehr erfüllt und wo ich glaube, dass wir in Zukunft noch viel mehr Achtsamkeit brauchen in allen Bereichen der Gesellschaft. Und das ist auch ein Grund, warum wir neben diesem Unternehmen, also neben WeWolf, das Nico und ich gemeinsam führen, auch noch den Mindful Leadership Circle ins Leben gerufen haben. Das ist ein Netzwerk aus Achtsamkeitsexperten und Führungskräften, die eben genau das machen wollen, nämlich Achtsamkeit in alle Bereiche der Gesellschaft bringen. Und das ist auch eine Arbeit, die mir sehr viel Freude macht, wo auch sehr viel Energie zurückkommt von den Teilnehmern. Mittlerweile über 250 in mehreren Circles organisiert, Leute in München, in Berlin, in Kopenhagen sogar. Und Das ist eine schöne Sache. Und ich habe einen eigenen Podcast und deshalb bin ich jetzt auch schon ein bisschen geübt zu sprechen vor dem Mikrofon. Und freue mich total darauf, euren Podcast auch zu hören, wenn er gelauncht wird. Mein Podcast heißt Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Und die Idee ist, dass ich einfach jedem die Möglichkeit geben möchte, mich auf meinem Weg zu begleiten und vielleicht selbst dadurch inspiriert zu werden. Das war ein bisschen was zu mir. Das sind schon richtig viele Sachen gewesen, die alle spannend sind, über die ich gerne am liebsten über alle sprechen würde. Ich würde einfach mal eins davon rauspicken, und zwar hast du gesagt, dass ihr ein Programm entwickelt habt für Unternehmen, für Führungskräfte. Wie kann man sich das so vorstellen? Also wenn jetzt ein Unternehmen, vielleicht auch gerade jemand, der zuhört, sagt, ja, das ist interessant für uns und sie würden sich gerne bei dir melden, wie würde das dann ablaufen? Ja, danke, dass du fragst. Ich bin ein großer Fan vom Coaching und beim Coaching geht es ja darum, dass jeder seinen eigenen individuellen Weg geht und findet und der Coach nur dabei unterstützt, diesen Weg zu finden. Und gleichzeitig gibt es aber auch viele Methoden, viele Techniken, die sich erwiesen haben und die funktionieren, gerade in Unternehmen und gerade im Arbeitskontext.
Und das Programm, was wir entwickelt haben, ist eine Mischung aus feststehendem Training, wo genau diese Skills und das Mindset vermittelt wird. Und es bietet aber gleichzeitig auch Raum für eine Gruppe, für eine Einzelperson, um einen eigenen Weg zu finden, eine eigene Routine zu etablieren und da sehr individuell drauf einzugehen. Ist das zeitlich begrenzt? Ja, genau. Wir haben ein, wenn ich von unserem Programm spreche, dann ist das Mindful Leadership Programm. Das ist tatsächlich zeitlich begrenzt. Das heißt, es geht über 2 Monate. Wenn wir jetzt on-site arbeiten, was wir leider in der aktuellen Phase ja nicht können, dann sind es erst 2 Tage in Person und danach 6 Wochen online begleitend. Und im Moment machen wir es 4 halbe Tage online und dann nochmal 6 Wochen online begleitend. Und das ist eine Reise, wo es wirklich erst darum geht, ein gemeinsames Verständnis davon zu bekommen, was ist Achtsamkeit, was ist Selbstführung, was ist Empathie und emotionale Intelligenz, Tools zu lernen, also verschiedene Übungen, verschiedene Praktiken auch selber zu erfahren und wirklich mal so das ganze Toolset kennenzulernen und dann zu schauen, was funktioniert für mich gut und wo bin ich vielleicht noch nicht so weit oder wo passt es noch nicht ganz zu mir. Und das ist aber eine Reise, die wir vor allen Dingen mit Teams machen, also vor allen Dingen mit Unternehmen, wo es nicht nur um die einzelnen Personen geht, sondern auch darum, gemeinsam als Team neue Wege zu finden, zusammenzuarbeiten, neue Wege zu finden, empathisch miteinander umzugehen, füreinander da zu sein und gemeinsam zu definieren, wie wollen wir eigentlich arbeiten, was sind unsere Werte, was ist unsere Kultur, was ist uns wichtig. Und die Basis von unserem Mindful Leadership Training ist ein Modell, das wir entwickelt haben. Das Modell gibt es, kann ich jetzt leider in dem Podcast nicht zeigen, aber gibt es auf unserer Webseite auch, die ihr bestimmt verlinkt. Das sind erstmal 3 Ebenen, nämlich die Ebene Self, Team und Leader. Das heißt, erst geht es um jeden selbst, dann geht es um uns als Team gemeinsam und dann noch eine extra Ebene für die Führungskräfte, die halt tatsächlich auch Personalverantwortung haben. Nochmal Sie als Leader. Und dann die 3 Ebenen Observe, Reflect, Act. Also wahrnehmen, was ist da tatsächlich? Dann reflektieren, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, was ist mein Ziel und Act, dann in die Handlung kommen und tatsächlich die nächsten Schritte definieren. Und dadurch können wir so eine Matrix aufziehen. Das heißt zum Beispiel, wir fangen an mit Self-Awareness, also auf der Ebene Self, Observe und gehen dann über Reflection zu Self-Leadership. Ist jetzt ein bisschen schwer, das ohne ein Bild, aber ich hoffe, ihr habt so eine erste Idee bekommen. Und deshalb ist unsere Idee auch so Leadership from the inside out. Also es geht darum, dass jeder bei sich anfängt und dass wir damit anfangen, erstmal wahrzunehmen, was ist da tatsächlich, bevor wir dann in die Tat gehen. Das bedeutet, dass Menschen, die davon profitieren können, nicht unbedingt in einer Führungsposition selbst sein müssen, sondern da es eben auch um Selbstführung geht, man in allen Ebenen davon profitieren kann. Genau, und das ist ein sehr wichtiger Punkt und das ist auch was uns sehr wichtig ist. Wir sagen immer, everyone is a leader. Einmal als Privatperson, aber vor allen Dingen auch im Business-Kontext. Und die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, ich habe ja eben schon ein paar genannt, sind Unternehmen, die entweder schon so eine digitale DNA haben und sehr agil arbeiten oder Unternehmen, die gerade dabei sind, noch agiler zu werden, noch mehr mit digitalen Medien zu arbeiten, gerade auch während Corona jetzt mit Homeoffice. Und deshalb ist es einfach wichtiger denn je, dass jeder sich selber führen kann. Es gibt mehr Selbstverantwortung. Wir arbeiten in crossfunktionalen Teams in Unternehmen zusammen. Wir müssen sehr schnell Entscheidungen treffen, sehr agil sein, uns auf neue Situationen einstellen. Und deshalb ist es heute wichtiger denn je, dass man sich selbst führen kann. Dass man zum Beispiel, wenn man im Homeoffice sitzt und morgens aufsteht, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, und hat so einen ganzen Tag vor sich, aber muss erstmal eine eigene Routine aufbauen. Also wann frühstücke ich, wann sorge ich dafür, dass ich auch mal an die frische Luft komme, wann sorge ich für Bewegung, wo mache ich Pausen, wie kann ich mich über den ganzen Tag motiviert halten und so, dass ich am Abend dann nicht total platt ins Bett falle, was wahrscheinlich direkt neben dem Computer ist. Also das ist tatsächlich was, wo Corona jetzt auch so ein Beschleuniger war. Ja. Und Thema Routine. Mhm. Wie,
Also ich habe zwei Fragen. Einerseits, wie sieht eine sinnvolle Routine aus und wie sieht deine Routine aus? Dann fange ich mal mit meiner an, in der Hoffnung, dass es eine sinnvolle Routine ist. Also erstmal wir unterscheiden zwischen Dedicated und Integrated Practice. Dedicated Practice ist wirklich, ich nehme einen Zeitraum für meine eigene Praxis, wo es darum geht, Achtsamkeit zu kultivieren. Und die Integrated Practice ist die Art von Übung, die ich während des ganzen Tages mache. Ich habe jeden Morgen so ein Zeitfenster von 20 bis 60 Minuten. Ich versuche meistens 60, aber 20 ist mein Minimum. Und in der Zeit, das ist noch bevor ich auf mein Handy gucke, bevor ich frühstücke, also direkt so nach dem Aufstehen und Zähneputzen, die nutze ich für mich mit so einer Mischung aus Meditation, also wirklich 20 Minuten sitzen, Atem beobachten und gucken, was für Gedanken kommen da, was für Emotionen kommen da, wie geht es meinem Körper. Und gar nicht auf einer sehr tiefen spirituellen Art und Weise, sondern wirklich auf so einer rein beobachtenden Observer-Position. Ich habe eine Form von Yoga, die ich damit einbinde, um so ein bisschen die alten Knochen mobil zu halten und um, wenn ich morgens noch so ein bisschen träge bin, ein bisschen Energiefluss in meinen Körper zu bekommen. Und ich mache noch so ein paar Übungen, wie zum Beispiel eine Dankbarkeitsübung, dass ich mir drei Dinge überlege, für die ich dankbar bin. Intention setze für den Tag, was ist mir heute wichtig. Und das Schöne ist an dieser Zeit, dass ich während des ganzen Tages immer wieder auf dieses Gefühl zurückgreifen kann, wie war das heute Morgen, als ich so voll im Fokus war, so voll in meiner Ruhe, so in meiner Kraft und kann dadurch immer wieder daran anknüpfen. Und deshalb ist mir das so wichtig persönlich. Und ich merke das sofort, wenn ich mal einen Tag meine Praxis nicht mache oder auch nur ganz kurz mache, dass eine ganz andere Qualität der Tag hat, ne? Also die Gedanken viel wilder sind und ich viel unruhiger bin und nicht so klare Entscheidungen treffe und so klar spreche. Ja, also das ist das, was ich für mich entdeckt habe und was wir natürlich auch versuchen weiterzugeben. Generell glauben wir daran, dass es aber wirklich individuell ist, dass es nicht ein Blueprint gibt und dass jeder für sich gucken kann. Es gibt auch Leute, die sehr achtsam leben, ohne dass sie meditieren, ohne dass sie eine Achtsamkeitsübung machen. Aber das sind dann vielleicht Menschen, die gerne einen Spaziergang machen und während des Spaziergangs dann einfach wirklich bewusst im Hier und Jetzt sind und die frische Luft genießen und sich die Bäume angucken und nicht einfach währenddessen aufs Handy gucken oder einen Podcast hören, was auch schön sein kann, aber was dann halt keine Achtsamkeitspraxis ist. Oder jemand, der gerne ein Tagebuch schreibt, ne, und das gar nicht als Achtsamkeitspraxis wahrnimmt, aber dadurch in seinem Tag einen Raum für Reflexion hat. Und deshalb würde ich ungern jetzt so die eine Lösung vorstellen, sondern meine eigene als Inspiration für andere, aber auch wirklich so die Einladung dazu, rumzuexperimentieren und ganz neugierig zu sein und zu gucken, was harmoniert mit mir und was nicht. Also wo fühle ich mich so, als würde ich mich irgendwie total verbiegen und irgendwas machen, was ich mal auf einem Cover von einer Zeitung gesehen habe? Und wo mache ich was wirklich zu mir passt, wo ich sehr authentisch bin? Das ist eine spannende Reise. Das ist jetzt praktisch im Rahmen von WeWolf, das, was du beschrieben hast, die Arbeit mit den Unternehmen. Du hast vorhin noch erwähnt, dass es den Mindful Leadership oder die Mindful Leadership Circles gibt. Auch das hat mit Unternehmen zu tun, aber die Arbeit sieht ein bisschen anders aus. Vielleicht könntest du das noch mal ein bisschen beschreiben. Genau. Also mein Wunsch und der Wunsch von den Partnern, mit denen ich das gemeinsam gegründet habe, ist wirklich Achtsamkeit in die Gesellschaft zu bringen und zwar mit einem großen Hebel. Und wir haben festgestellt, dass wir alleine als Trainer, als Coaches immer nur eine bestimmte Anzahl an Personen erreichen können. Und das ist das Kraftvollste, was wir machen können, eigentlich ist, andere miteinander zu verknüpfen, andere ja, eine Plattform zu bieten, wo sie sich austauschen können und gemeinsam lernen können. Und wir haben damals festgestellt, dass wir in jedem Unternehmen, in dem wir waren, mindestens eine Person hatten, die total gebrannt hat für das Thema, aber die sich so ein bisschen alleine gefühlt hat. Ne? Also im Unternehmen vielleicht mal einen Achtsamkeitskurs angeboten hat oder eine Morgenmeditation oder vielleicht auch noch gar nicht darüber gesprochen hat und das Gefühl hat, okay, ich bin die einzige Person hier im Unternehmen.
Und was ganz kraftvoll war, war einfach diese Person an einen Tisch zu setzen und zu sagen, guck mal, ihr seid in zwei unterschiedlichen Unternehmen, aber ihr habt einfach die gleichen Ideen und die gleichen Gedanken. Und das gibt schon ganz viel, viel Rückhalt, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ist sehr, sehr motivierend. Das heißt, wirklich gucken, wer sind die Führungskräfte in Unternehmen, die schon Interesse an dem Thema haben, die zusammenbringen und auch noch zu unterstützen durch die Achtsamkeitsexperten. Das ist so ein bisschen die Vision, die wir da haben und das, was wir jetzt in den letzten 2 Jahren schon so ein bisschen ins Leben gebracht haben. Das ist mir auch, ja, Entschuldigung. Gerne. Ich wollte nur sagen, dass mit den einen Personen, der für das Thema brennt, das ist uns auch ausgefallen ist, fanden wir auch interessant, wie der Person bei uns eingeht und wirklich sehr viel darüber sprechen kann, aber eben sich so sehr, sich nicht traut, weil eine Art von Peer Pressure ist. Wenn nicht jeder für das Thema brennt, dann als ob man das nicht darf, nochmal. Das nochmal zu besprechen. Ja. Sorry, geh weiter, dann habe ich noch eine Frage dazu. Ja, und das kenne ich tatsächlich auch von mir selber. Also ich habe ja viele Jahre selber als Führungskraft und in Unternehmen gearbeitet. Und ich meditiere und habe eine Achtsamkeitspraxis jetzt seit ungefähr 8 Jahren. Und die ersten 4, 5 Jahre habe ich das für mich gemacht, ganz privat, und habe eigentlich niemandem davon erzählt. Und um ehrlich zu sein, war es mir auch so ein bisschen unangenehm. Na, ich wollte nicht irgendwie der Außenseiter sein, ich wollte nicht die Person sein, die ja, die dann, weiß ich nicht ernst genommen wird oder über die man sich lustig macht. Und irgendwann gab es dann den Moment, als ich mich geoutet habe, als ich beim Mittagstisch saß und einfach erzählt habe, ja, ich war letzte Woche auf einem Meditationsretreat. Und dann war auf einmal die Reaktion total positiv. Also auf der einen Seite waren welche am Tisch, die selber auch Erfahrungen haben und von denen ich das gar nicht wusste. Und ganz viel Interesse aber auch einfach daran. Und mittlerweile ist es ja wirklich ein Thema. Man kommt ja gar nicht mehr drum rum, über Achtsamkeit mal sich damit zu beschäftigen. Das ist ja ein Thema, was überall in den Medien stattfindet, überall in Unternehmen. Und wir sind ja nicht mehr in den ersten Jahren. Das heißt, ich kann wirklich jeden irgendwie motivieren, einfach das Thema mal anzusprechen und zu gucken, wo sind die Verbündeten und aber auch die Skeptiker wahrzunehmen als Leute, die auch Interesse haben. Ne, die finden das auch spannend. Vielleicht fällt es ihnen selber noch schwer, einen Zugang dazu zu finden. Aber unsere Erfahrung ist, dass gerade die Skeptiker in unserem Programm die größten Schritte machen und nachher am begeistertsten sind. Super. Also ich frage mich auch, wenn Teams bei euch oder Führungskräfte bei euch zukommen, die kommen wahrscheinlich aus einer Art Leidensdruck. Also was ist meistens diesen Leidensdruck, der dazu treibt? Ja. Bei mir persönlich war es tatsächlich auch ein Leidensdruck. Ich habe vor 6 Jahren einen Hörsturz gehabt, stressbedingt, mit einem Tinnitus. Und ich weiß gar nicht, sogar 8 Jahre tatsächlich schon her. Und ja, habe dann angefangen, mich mit verschiedenen Techniken zu beschäftigen und bin so dann auch unter anderem zur Achtsamkeit gekommen. Und ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, Leute zu unterstützen, bevor sie diesen Leidensdruck haben, den ich damals hatte, das Thema für sich zu entdecken. Und deshalb gibt es so die zwei Kategorien, würde ich sagen. Die einen sind die, die es aus gesundheitlichen Gründen machen, entweder weil sie Warnzeichen merken oder weil sie tatsächlich auch schon an so einem Punkt waren und einen Burnout hatten oder wirklich an ihre Grenzen gekommen sind. Und die andere Kategorie sind die Menschen, die sich sehr für Neues interessieren, für neue Techniken, für neue Herangehensweisen. Und Achtsamkeit ist ja auch gerade so groß, weil das unter anderem auch aus dem Silicon Valley gerade zu uns rübergeschwappt ist. Das heißt, die Startups und die Tech-Unternehmen haben angefangen, Achtsamkeit im Unternehmen zu integrieren. Und die viele, mit denen wir sprechen, viele, die in unseren Seminaren sitzen, die haben schon davon gehört, dass Unternehmen das machen. Und nachdem sie jetzt auch irgendwie agile Methoden umsetzen und auch ein Coaching gemacht haben, haben Sie Lust, da auch mehr darüber zu erfahren, ne? Und aus so einer Neugier kommen. Und das find ich beides wichtig und ja, ist aber auch immer gut zu verstehen, was ist die Motivation dahinter. Das ist jetzt die Motivation auf individueller Ebene. Du hast schon erzählt, dass ihr mit verschiedenen Unternehmen arbeitet. Da gibt es natürlich nochmal eine Motivation, die über das Individuum hinausgeht. Also, dass man das wirklich in der Unternehmenskultur gerne einbetten möchte oder für das Team zugänglich machen will. Wie ist da die Motivation? Es ist ein ganz wichtiges Thema.
Dann bin ich dankbar, dass du das ansprichst. Also erstmal merken wir, dass die Motivation sehr unterschiedlich ist. Das heißt, das eine Unternehmen merkt wirklich über ihre Umfragen, dass die Leute sehr gestresst sind, dass sie keine Work-Life-Balance haben und sagen deshalb, wir brauchen eine Lösung dafür. Im anderen Unternehmen geht es darum, dass die Leute jetzt remote sind und irgendwie sie wollen eine Connection aufbauen und wollen, dass man ein Gefühl von Miteinander hat, auch wenn man an verschiedenen Orten ist. Und beim anderen Unternehmen geht es darum, dass ja, man auch performanter sein möchte, innovativer sein möchte, die Ressourcen besser einsetzen will. Das heißt also, die Gründe, weshalb Unternehmen auf uns zukommen oder Interesse haben, wenn wir auf sie zukommen, sind wirklich sehr vielfältig. Und das ist erstmal auch sehr schön zu sehen, weil eine Zeit lang war Achtsamkeit immer nur verknüpft mit Gesundheit, ne? Also Mental Health. Und mittlerweile ist es halt schon wirklich breiter gestreut. Wir als Unternehmen haben uns entschieden, dass wir wirklich die Sprache von Unternehmen und von Management-Leveln auch sprechen wollen. Und das heißt, wir arbeiten sehr viel mit Befragungen, die wir durchführen, mit Studien, die wir zu unseren Programmen machen, haben KPIs definiert, können wirklich einen Uplift auf diesen KPIs nachweisen und können wirklich zeigen, dass über 12 dieser Parameter das Programm dazu führt, dass Leute auf der einen Seite sich gesünder verhalten und sich wohler fühlen oder mehr Ruhe wahrnehmen, aber gleichzeitig auch bessere Entscheidungen treffen, effektiver arbeiten. Und beides gehört dazu, ne? Das heißt, wir versuchen schon auch die Ebene, die für Unternehmen wichtig ist, nämlich Effektivität und dass am Ende das Unternehmen auch davon auf einer Erfolgsbasis davon profitiert. Das nehmen wir schon auch mit rein. Und das ist tatsächlich auch unser fester Glaube, dass das dazu führt. Gleichzeitig ist es uns aber ganz, ganz wichtig, immer zu betonen, deshalb meine ich, dass die Frage so wichtig ist, dass man niemals Achtsamkeit nur aus Effektivitätsgründen machen sollte. Also wenn man nur performanter werden will, dann sollte man nicht Achtsamkeit machen. Achtsamkeit hilft einem dabei, mehr im Hier und Jetzt zu sein, mehr zu verstehen, was einem gut tut, was einem nicht gut tut, bessere Entscheidungen zu treffen. Das führt dann automatisch auch dazu, dass man bessere Entscheidungen bei der Arbeit trifft. Dass, wenn man sich eine Pause nimmt, dass man nach der Pause auch besser arbeiten kann, effektiver ist. Aber sobald die Intention ist, rein auf Performance und auf Effektivität, kann Achtsamkeit halt auch einen negativen Effekt haben. Dann geht es in diese Richtung Selbstoptimierung, die ja auch zu Recht in der Kritik steht. Und wir haben uns sehr intensiv auch mit dem Mac-Mindfulness-Diskurs auseinandergesetzt, also mit dieser Verflachung von Achtsamkeit aus rein kapitalistischen Gründen und sehen da auch eine große Gefahr und gleichzeitig aber auch einen Auftrag darin, und das ist auch ein Auftrag im Mindful Leadership Circle, dass jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, auch nicht die Ethik vergisst, also auch nicht die Ebene der Werte, die Ebene des Mitgefühls. Und das ist was manchmal rausgekürzt wird, was aber aus unserer Sicht einen wahren Wert von Achtsamkeit ausmacht. Das geht ja tatsächlich aber auch einen Schritt weiter als Achtsamkeit. Also Achtsamkeit trägt in sich ja erstmal etwas Neutrales, also erstmal rein beobachtend. Und diese moralische Komponente ist wichtig, ist aber, glaube ich, nochmal eben einen Schritt weiter zusätzlich zur Achtsamkeit. Ja. Ja, das ist genau der Diskurs und das ist wichtig, dass man darüber spricht. Und da gibt es verschiedene Auslegungen. Also die bekannteste Auslegung ist, dass Achtsamkeit einfach Present Moment Awareness ist. Das heißt, dass man einfach nur bewusst wahrnimmt, was ist im Hier und Jetzt und non-judgmental, also ohne zu bewerten, das wahrnimmt. Und wenn man das dabei belässt, dann ist es genauso, wie du sagst, ne? Dann ist es einfach nur die Wahrnehmung, ohne eine ethische Komponente und ohne eine Bewertung. Und tatsächlich glauben wir aber, dass auch die ursprüngliche Idee von Achtsamkeit, und Achtsamkeit ist ja aus dem Buddhismus gekommen, ist säkular, aber ist trotzdem aus dieser Lehre des Buddhismus gekommen. Und alle großen Achtsamkeitslehrer, die wir heute kennen, also ob es jetzt ein Jon Kabat-Zinn ist oder Daniel Goleman oder wie sie alle heißen, also alle, die Achtsamkeit übersetzt haben für die westliche Welt, haben selber auch eine tiefe Praxis und den betonen selber auch immer, wie wichtig Compassion ist, wie wichtig Loving Kindness ist, wie wichtig
Mitgefühl und Ethik ist und Werte. Und deshalb glauben wir fest daran, dass man das nicht trennen kann. Um das aber nochmal wirklich zu betonen, machen wir es einmal so, dass wir versuchen, immer Mindfulness und Compassion, beide Wörter zu benutzen. Und wir sprechen ja von Mindful Leadership im Sinne von achtsamer Führung. Und Führung bedeutet ja, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wo ich hin möchte und ich weiß, was ich brauche, um diesen Weg zu gehen. Und das hat ja eine Richtung, ne? Das hat ja eine Ausrichtung und somit auch eine ethische Grundlage. Also wir haben, da wir oft festgestellt haben, dass Achtsamkeit in dieser Schublade landet, von einfach nur beobachten, ohne eine eigene Meinung zu haben und ohne eine Aktion folgen zu lassen, haben wir es, um es nochmal zu betonen, um dieses Leadership ergänzt und um das Wort Compassion. Sehr schön gesagt, cool. Ja. Ich hatte eine Frage, was man nochmal zu Selbstführung zu tun hat. Ich habe echt, als du über Führung gesprochen hast und Selbstführung, habe ich gedacht, ab welchem Alter eigentlich kann man sagen, man führt sich selber? Also du warst selbst selbst eine Leadership-Stelle gehabt, oder? Ja, das hast du auch gesagt. Genau. Und dann, aber Selbstführung ist auch super wichtig. Und dann frage ich mich, ab wann fühlt man sich selber wirklich? Also hast du daran gedacht? Ich habe mich mit Selbstführung erst im Rahmen der letzten 4 Jahre meiner Coaching-Ausbildung und meiner eigenen Achtsamkeitspraxis beschäftigt und habe das vorher vielleicht intuitiv gemacht, aber nicht so bewusst. Und ich glaube, dass das, ich will nicht sagen, dass es ein Fehler war, aber ich glaube, dass wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, nochmal mein Leben nochmal neu zu starten, dann würde ich das mir wünschen, schon sehr früh dieses Tool zu haben oder dieses Mindset zu haben. Und mir wäre es auch tatsächlich ein Anliegen, dass, ob es jetzt meine Kinder sind oder generell in Schulen, dass es ein Thema ist, wo man auch schon schnell rangeführt wird, ne? Also auf der einen Seite diese Selbstwahrnehmung, also erstmal diese Kompetenz zu entwickeln, zu sehen, was denke ich gerade, sich auch nicht mit seinen Gedanken zu identifizieren, sondern zu beobachten, dass da Gedanken aufkommen, mit denen man auch vielleicht gar nicht immer einverstanden ist. Genauso die emotionale Ebene, ne? Also zu sehen, ich werde gerade wütend, spannend, warum ist das so? Und das gehört für mich absolut so in die Erziehung und in die Schulzeit schon rein. Und ich hoffe, dass jetzt neue Generationen die Chance haben. Ich habe eben für meine Nichte ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ein guter Plan. Das ist ja so ein Achtsamkeitstagebuch, was Erwachsene nutzen. Und die haben jetzt ein gutes Gefühl, so ein Achtsamkeitstagebuch für Kinder rausgebracht mit ganz tollen Illustrationen. Ich hoffe, ich kriege eine Provision, wenn ich jetzt Werbung dafür mache. Aber ihr könnt es gerne verlinken. Machen wir. Nee, ist wirklich toll. Aber das hat mir nochmal heute auch so ins Gedächtnis gerufen, wie wichtig das ist, schon früh anzufangen. Ich weiß nicht, ob du mit der Frage, Tonka, darauf hinaus wolltest, wann man vom Alter her damit anfängt oder ob du noch einen anderen Hintergrund hattest. Doch, nee, du hast recht, du hast sehr gut geleitet, weil es hat mich einfach gewundert, ab wann nimmt man sich selber wahr. Ja. Und Selbstwahrnehmung leitet direkt zur Selbstführung. Ja. Und es gehört dazu. Und das habe ich mich auch gefragt, weil wir das in der Schule nicht hatten. Nee. Und ich finde es sehr sinnvoll, was du auch gesagt hast, dass man auch, ich hätte das auch gerne als Kind noch gelernt. Ja, tatsächlich. Ja. Und was mich gerade sehr bewegt hat, ist ein Zitat von Yuval Harari, den ihr wahrscheinlich auch kennt von seinen Büchern Sapiens, ja. Homo Deus und so. Und der hat im dritten Buch, in 21 Lessons for the 21st Century, im letzten Abschnitt über Meditation gesprochen. Und er sagt, ich weiß nicht, ob ich es auf Deutsch so direkt übersetzen kann, er sagt, er hat sein ganzes Leben lang gedacht, dass er der CEO seines Lebens wäre. Und nur 10 Minuten Meditation und er hat gemerkt, dass er nichts kontrolliert. Ja, also erstmal überhaupt dieses Bewusstsein zu schaffen, wie gesteuert wir sind durch Muster, durch Glaubenssätze, durch reaktives Verhalten und wie wenig Entscheidungen wir wirklich im Alltag bewusst treffen. Und das ist einfach so für mich die Schönheit auch an Achtsamkeit. Also dieses Bewusstsein zu bekommen und dann auch wirklich die Freiheit zu haben. Und das ist nicht einfach und es fällt mir auch jeden Tag schwer. Aber diese Freiheit zu haben, immer mehr Entscheidungen im Tag bewusst zu treffen und dafür dann auch die Verantwortung zu übernehmen.
Du hast jetzt schon seit einigen Jahren deine eigene Praxis. Hast du das von einem bestimmten Lehrer gelernt? Oder du hast zum Beispiel auch erwähnt, dass du Retreats gemacht hast oder zumindest einen Retreat gemacht hast. Hast du da jemanden, der dich begleitet auf dem Weg? Ich habe angefangen mit Qigong. Das Qigong ist so ähnlich wie Tai Chi. Ne? Also jeder hat wahrscheinlich jetzt das Bild im Kopf von einer chinesischen Meister oder einer chinesischen Meisterin, die im Park ist und ihre Hände ganz langsam bewegt und so wellenförmig. Und Qigong war für mich die Möglichkeit, weil ich nicht mich einfach hinsetzen konnte und die Augen zumachen konnte, sondern irgendetwas brauchte, worauf ich mich konzentriere. Und das war in dem Moment die körperliche Bewegung. Ne? Das heißt, ich habe mit dieser Art von Praxis angefangen, habe mich dann mit Zen-Meditation beschäftigt, mit Yoga, mit MBSR, also Mindfulness-Based Stress Reduction von nach Jon Kabat-Zinn und verschiedene Retreats gemacht. Und ich bin immer so jemand, der sehr in die Breite geht, also sich ganz viel verschiedene Sachen anguckt und sich dann daraus selber eine eigene Praxis zusammenbastelt. Und ich suche für mich immer noch so ein bisschen nach der einen Geschichte, nach der einen Lehre, nach der einen Tiefe, in die ich dann wirklich auch weit reingehe. Im Moment ist es schon in Richtung Zen-Meditation, das heißt einfach nur sitzen und beobachten. Aber gleichzeitig mag ich auch ganz viele andere Praktiken und will mich da nicht beschränken. Und ich selber habe unterschiedliche Lehrer gehabt, je nachdem, über welche Richtung wir da sprechen. Nicht die eine Person, den einen Mentor, der mich begleitet hat. Und ich kann nur jedem empfehlen, tatsächlich auch, wenn es die Möglichkeit gibt, sich einen Coach zu suchen oder einen Trainer oder einen Meister, weil das ist eine Reise, die kann man alleine gehen, man kann aber auch wirklich auf Irrwege kommen und lange brauchen, um bestimmte Dinge zu verstehen. Zum Beispiel habe ich die ersten Jahre in der Meditation, war ich immer sauer auf mich, wenn ich gemerkt habe, dass meine Gedanken abwandern, bis ich irgendwann den Impuls bekommen habe, wie wäre es denn, wenn du nicht sauer auf dich bist, dass dein Gedanke abwandert, sondern dankbar dafür bist, dass dir das aufgefallen ist. Und das hat meine komplette Meditation verändert, weil ich dann in einer Haltung von Selbstmitgefühl und von Wertschätzung meditiert habe und nicht in einer Haltung von Performance-Optimierung und Wettbewerb. Ja, das ist dieses Muster, was ich aus meinem ganzen Leben kenne, ne? Immer irgendwie alles richtig machen, gut sein und perfekt machen. Das habe ich dann natürlich auch auf die Meditation angewandt. Und vielleicht hätte mir auch ein Coach oder ein Mentor da schon eher helfen können, das zu erkennen. Das begegnet dir bestimmt ganz viel auch in der Arbeit, oder? Dass dann Leute die Idee haben, wenn sie meditieren, dass sie nicht denken dürfen oder dass sie Dinge falsch machen könnten oder dass sie eben diesen Anspruch haben, ich muss das jetzt perfekt machen oder ich muss da jetzt auch besser werden oder ich muss das als Werkzeug nutzen, um mich zu optimieren. Ja. Ich glaube, dass für viele Menschen das anfänglich die Motivation sein kann. Absolut, ja. Und das ist vielleicht auch, glaube ich, ganz spannend in der Konstellation von Nico und mir, also meinem Mitgründer. Ich habe ja erzählt, dass ich aus der digitalen Branche komme, dass ich selber in einer Führungsposition war. Und ich glaube, ich habe alle Fehler gemacht, die man machen kann in meiner Karriere. Und wenn ich jetzt mit Unternehmen spreche, finde ich sehr, sehr schnell einen Anknüpfungspunkt, weil ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe, ähnliche Herausforderungen habe, ähnliche Gedankenmuster habe. Und Nico hat eine sehr tiefe Praxis seit über 25 Jahren, hat unter anderem über Achtsamkeit sein PhD geschrieben, war lange in Sydney an der Uni in Kalifornien. Und er hat wirklich so diese Wissenschaftsbrille und die eigene Erfahrung. Und ich glaube, dass wir eine ganz gute Kombination sind, um dieses tiefe Wissen, was er auch mitbringt, in eine Sprache zu bringen, die für Unternehmen und für ja, Führungskräfte halt einfach auch adaptiv ist oder verständlich ist. Ja, und das ist, glaube ich, auch wirklich der Schlüssel, der ja wahrscheinlich alle Menschen, die mit Achtsamkeit zu tun haben, gerade Coaches und Trainer, beschäftigt. Wie kann ich dieses so wundervolle Thema so verpacken, dass möglichst viele Menschen es verstehen und Zugang dazu bekommen. Und wir versuchen zum Beispiel am Anfang nicht von Meditation zu sprechen, weil das für viele eine Red Flag ist. Ne? Also für viele ist Meditation gleich Esoterik, gleich möchte ich nichts mit zu tun haben.
Wir versuchen auch sehr schnell mit wissenschaftlichen Studien und Beweisen zu arbeiten, um halt die ganzen westlich denkenden Menschen auch abzuholen. Und wir arbeiten auch so von der Bildsprache nicht mit jemand, der im Yoga-Sitz auf einem, oder Entschuldigung, im, wie heißt der Sitz? Lotus-Sitz. Lotus-Sitz, das war er. Also jetzt niemand mit einem Lotus-Sitz und einem Räucherstäbchen. Also ich habe Räucherstäbchen zu Hause, ich sitze auch ganz gerne mal zumindest im halben Lotus-Sitz. Aber das ist nichts, was wir jetzt in unsere Präsentation oder unsere Workshops mitnehmen würden. Weil tatsächlich kann man ja auch richtig gut meditieren, indem man einfach auf dem Stuhl sitzt oder indem man einen Spaziergang macht. Und das so ein bisschen zu entmystifizieren, das ist so, sehe ich als Aufgabe. Ja. Ich frage mich auf jeden Fall, was sind die, das ist, du hast mich sehr neugierig gemacht, was sind die meisten Fälle von Führungskräften? Also wahrscheinlich einiges wiederholen sich. Was denkst du oder ja, was hat deine Erfahrung gezeigt? Meinst du, was deren Herausforderungen sind, oder? Ja, genau. Und auch deine, wo du einfach auch sehr. Also sofort merken könntest, okay, die machen die gleiche Erfahrung Hm, oder die haben die gleiche Erfahrung gemacht. ja. Also das eine haben wir ja eben schon angesprochen, aber das ist wirklich so dominant, dass es Sinn macht, das auch nochmal zu wiederholen. Also wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Meistens sind Führungskräfte High Performer, also Leute, denen es sehr wichtig ist, Dinge richtig zu machen, schnell zu sein, alle glücklich zu machen. Vielleicht sogar noch mal 10% mehr, als man von ihnen erwartet. Und wenn man mit solchen Menschen arbeitet, dann übertragen sie genau das natürlich auch auf die Achtsamkeits- und Meditationspraxis. Das heißt, da sind wir meistens sogar eher diejenigen, die ein bisschen bremsen und ein bisschen Drive wieder rausnehmen und sagen: Hey, ist richtig gut, dass du jetzt die letzte Woche jeden Tag eine Stunde meditiert hast, aber vielleicht brauchst du ja auch mal einen Tag ohne Meditation, dann ist es auch okay. Und wenn du mal es einen Tag nicht geschafft hast, dann sei nicht sauer auf dich, so, sondern das ist auch in Ordnung. So. Also, das klingt so paradox, aber tatsächlich, wenn man mit High-Performern arbeitet, dann geht es gar nicht so sehr darum, sie zu motivieren, sondern eher darum, ja, ihnen einen Rahmen zu geben und sie auch, und ihnen auch diese Aspekte zu zeigen. Und was für mich zum Beispiel auch eine große Challenge ist, ist das Non-Doing. Also ich habe das Gefühl, dass ich, um einen bestimmten Zustand zu erreichen, etwas tun muss. Und deshalb finde ich Zen auch so spannend, weil bei Zen geht es ja darum, eben nichts zu tun, sondern einfach zu sein. Und dieses Einfachsein, das ist unglaublich schwer. Deshalb habe ich meinen Podcast auch auf der Suche nach dem Hier und Jetzt genannt, weil ich quasi auf der Suche, also aktiv im Tun bin, aber eigentlich suche ich etwas, wo ich ja schon bin, im Hier und Jetzt. Und eigentlich muss ich nur sein. Ja, und das ist so dieser Widerspruch in sich. Ja, vielleicht hilft dir das schon ein bisschen. Ja, schon. Ich frage mich, ob wir, hast du auch bei der Führungskräfte oder auch bei dir selbst gemerkt, dass du irgendwann einfach zu in einen nicht agilen Mindset bist, in einen zugeschlossenen Mindset bist, wo du jetzt zum Beispiel etwas so wie Meditation oder Achtsamkeitsübungen dir zu offen war und deswegen hast du dein Muster von Alltag auf den Praxis übertragen, weil wir eben so unser Mindset durch die ganze Routine im Alltag leisten, leisten, schnell, schnell sein, auf das wirklich auf was übertragen, was nicht genau das Gegenteil erwartet. Ja, genau. Das ist genau das, was dann passiert, ja. Ich sag's, ja. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe, aber deine Aussage stimme ich auf jeden Fall zu am Ende. Genau, also da genau dafür habe ich gesprochen. Ich habe auch bemerkt, dass die Menschen einfach sehr noch nicht sehr offen sind dafür, weil die eben durch den ganzen Alltag, glaube ich, deren Mindset einfach wirklich ein bisschen versteift haben. Ja, absolut, ja. Und vielleicht, um da ein Und konkretes Beispiel zu nennen, was erst vor ein paar Tagen passiert ist, ich habe eine Podcast-Folge gemacht über das Thema Komfortzone. Und Kurzfassung ist, dass die Komfortzone der Bereich ist, in dem wir uns auskennen, also das, was wir schon kennen, was wir immer wieder wiederholen, was wir immer wieder machen und nicht gleichzusetzen ist mit etwas, wo wir uns wohlfühlen. Und für mich ist zum Beispiel Komfortzone viel zu arbeiten und für mich ist aus der Komfortzone rausgehen, mal weniger zu arbeiten oder nicht zu arbeiten und einfach zu sein.
Für mich ist es Komfortzone, Konflikte zu vermeiden und einen Konflikt zu riskieren dafür, um mal was anzusprechen, was mir wichtig ist, ist für mich aus der Komfortzone raustreten. Und nach der Podcast-Folge hat mich ein Bekannter, der auch in der Führungsposition ist, angesprochen und meinte, dass das für ihn so ein krasser so Mindblow war, so eine Überraschung, weil er bisher immer dachte, er macht ja ganz viel, er arbeitet ja richtig viel, er geht ja jeden Tag aus seiner Komfortzone raus. Aber genau das ist ja sein Muster, das ist ja das, was er kennt und was er immer wieder wiederholt. Und selbst wenn er sich vielleicht nicht wohl darin fühlt, was ich jetzt gar nicht sagen möchte, aber weil man es schon kennt, ist die Angst viel größer, was passiert, wenn ich nicht jeden Tag arbeite? Wer bin ich, wenn ich nicht jeden Tag arbeite? Woher beziehe ich meine Identität und meine Bestätigung? Tolles Beispiel. Genau das wollte ich mal auch, glaube ich, auch hören als Beispiel. Ja, du hast es sehr gut gebracht. Danke fürs Teilen. Ja, also ich glaube auch, dass es eine Herausforderung ist, generell. Also bei Achtsamkeit ist ja so der erste Schritt, ich schaue mir an, was da ist. Und wenn ich dann das, was ich finde, erstmal gar nicht hinterfragen möchte, dann, oder beziehungsweise wenn ich es dann hinterfragen soll, dann kann es sein, dass ich dann Dinge finde, die ich vielleicht gar nicht verändern möchte, weil sie eben in meiner Komfortzone sind. Und dieser nächste Schritt, was eben dann darauf kommt, weil ich meine, bei Achtsamkeit Dinge zu beobachten, ist eben nur der erste Schritt. Es reicht nicht, da stehen zu bleiben, sich das einfach nur anzuschauen und dann untätig zu bleiben, weil oft bedeutet es, wir sehen etwas, was man vielleicht anders machen sollte, weil es eben nicht gesund ist, weil es uns nicht gut tut oder weil vielleicht sogar eben moralisch gesehen Dinge auch ja, nicht korrekt machen, könnte man sagen. Genau, darf ich da schon mal was zu sagen, weil das ist ein total Ja, spannender gerne. Aspekt. Wir haben ja eben darüber gesprochen, auch ob Achtsamkeit einfach nur das passive, neutrale Beobachten ist oder ob das auch eine Ableitung daraus folgen lassen ist. Und ich glaube daran, dass wenn man wenn einem etwas bewusst wird, wenn man etwas wahrnimmt, dann ist danach schon eine Veränderung automatisch da. Also wenn mir bewusst wird, dass ich jeden Tag nach dem Fernsehgucken abends brain dead bin, ne, dann weiß ich schon beim Fernseh anmachen, ah, es tut mir eigentlich nicht gut. Oder wenn ich merke, dass jedes Mal, wenn ich auf mein Handy gucke, ich danach nicht mehr in dem Gespräch wirklich richtig drin bin, sondern erstmal wieder ein paar Minuten brauche, um richtig reinzukommen, mich auf die Gesprächspersonen einzustellen, dann ist das, was, das weiß ich jetzt, das ist nicht mehr, das kann ich nicht mehr auslöschen, das ist jetzt da, diese Information. Und meistens, das heißt nicht, dass man sich darauf verlassen kann, sondern man kann trotzdem noch die bewusste Entscheidung treffen. Aber meistens ist es so, dass wenn einem etwas bewusst wird, früher oder später, kommt dann auch eine Veränderung dadurch. Das wäre dann die Komponente bei Vipassana-Meditation, also Einsicht. Das geht dann tatsächlich, finde ich, auch noch mal ein bisschen weiter, dass man dann eben auch eine Art Verständnis entwickelt. Und wenn man dann Zusammenhänge erkennt, dann sollte es in der Regel dazu führen, dass man entsprechend sein Handeln bewusst oder unbewusst anpasst an das, was man eben findet. Spannend, mega, mega spannend. Diese Mindful Leadership Circles, du meintest ja schon, die sind in verschiedenen Städten, die sind sogar in einem anderen Land, also international. Was macht man da? Genau, also erstmal, wir sprechen von dem Mindful Leadership Circle, aber du hast Ah, natürlich okay. recht, es gibt innerhalb des Circle ganz viele Circles nochmal. Also es gibt Arbeitsgruppen, die Circles heißen, und es gibt aber auch lokale Circles. Wir haben das Ganze angefangen mit der Idee, über die wir eben gesprochen haben, nämlich einfach Menschen zusammenzubringen. Und wir haben in Berlin Stammtische organisiert, einmal im Monat, und da waren immer so 20, 30 Leute. Und die waren einfach immer richtig begeistert davon, einfach weil sie so like-minded people treffen, weil sie merken, dass sie dieselben Gedankengänge, Herausforderungen, Ideen haben. Und da sind ganz, ganz viele tolle Projekte draus entstanden, alleine aus diesen Treffen, die es gab. Und dann haben wir mehr und mehr Mitglieder bekommen aus anderen Städten, die haben gesagt, wir wollen solche Treffen auch machen. Und dann gab es die ersten Treffen in München, in Hamburg, in Kopenhagen. Und vor Corona gab es auch noch wirklich einen Plan, das Ganze noch größer zu machen. Also wir haben mit Leuten in Istanbul gesprochen, mit Leuten in London, in Köln, in New York sogar auch einige.
Und dadurch aber jetzt nicht mehr die Möglichkeit dieser physischen Treffen gibt gerade, mussten wir alles auf digital transferieren. Und digital hat natürlich einen riesen Vorteil. Wir können mit allen Mitgliedern auf der ganzen Welt uns treffen und eine Stunde miteinander verbringen. Aber es hat auch einen riesen Nachteil, nämlich den Nachteil, dass die Menschen von morgens bis abends nur noch vorm Bildschirm sitzen gerade. Und ich kenne wahrscheinlich auch den schönen Begriff der Zoom-Fatigue, einfach auch gerade genug haben davon, ne? Und so eine Session, wo es einfach ganz locker darum geht, sich mal über Achtsamkeit auszutauschen, wenn man schon 8 Stunden vorher in Zoom-Sessions war. Also was ich sagen will ist, wir haben es leider noch nicht ganz geschafft, dieses sehr starke Format von In-Person-Meetings auf digital zu übertragen. Wir haben hier und da digitale Veranstaltungen, um das Ganze noch so am Leben zu halten, aber es ist nicht das Gleiche. Und wir hoffen sehr, dass wir im nächsten Jahr neben diesen lokalen Veranstaltungen auch eine große Konferenz organisieren können. Das wollten wir dieses Jahr eigentlich schon machen. Und wir haben so ein Format, wo wir in Unternehmen ein kleine Veranstaltung machen mit einer Panel-Diskussion und Übung und wo die Unternehmen quasi hosten. Das haben wir bei Salesforce in München gemacht, bei KPMG in Berlin und hatten da schon einige weitere geplant. Und das musste jetzt erstmal pausiert werden. Und darum freuen wir uns sehr, sehr, sehr darauf, wenn man wieder Events machen kann. Und dann werden wir auch den Mindful Leadership Circle da nochmal richtig aufleben lassen. Aber wer Interesse hat, mindful-leadership-circle.org, da steht, was wir machen. Es gibt die Möglichkeit, über so eine Application Form eine Anmeldung zu beantragen. Und es gibt einen Slack Workspace, wo wir uns austauschen. Es gibt Arbeitsgruppen. Wir haben zum Beispiel ein White Paper veröffentlicht zum Thema, was ist eigentlich Mindful Leadership? Also eine Definition und eine Arbeitsgruppe zum Thema Mac Mindfulness, über das wir eben auch gesprochen haben. Das heißt also, da gibt es Möglichkeiten und da freuen wir uns über Interessenten. Und gleichzeitig aber auch das Eingeständnis, es ist nicht das Gleiche, wenn man alles digital macht. Bestimmt. Da hast du gerade vorgegriffen, was ich auch gerade fragen Ja. wollte, ob man oder auf welchem Weg man euch kontaktieren kann, da teilnehmen kann, Teil dessen werden kann. Wir sind zeitlich schon sehr fortgeschritten. Hast du noch Dinge, die du gerne loswerden möchtest? Ich könnte jetzt auch noch weiterreden, aber lass uns gerne zum Ende kommen. Genau, also ich freue mich darüber, wenn jeder, der Lust hat, so wie wir, dieses Thema in die Welt zu bringen und vielleicht auch konkrete Ideen und konkrete Projekte hat, wie man das tun kann, sich über den Mindful Leadership Circle bei uns meldet. Wenn ihr Lust habt, darüber mehr zu erfahren, wie man es in Unternehmen bringt, machen wir das über Wevolve. Also das ist wevolve.company als Webseite. Und ansonsten freue ich mich natürlich über den einen oder anderen, der mal in meinen Podcast reinklickt und vielleicht sogar regelmäßig zuhört. Und ja, was für mich gerade ein wichtiges Thema ist, um das von eben noch abzuschließen, ich finde, dass digital, und ich komme ja aus der digitalen Welt, ganz, ganz viele Vorteile bietet und ein großes Geschenk ist in so einer Zeit. Also, dass wir als Unternehmen mit Menschen connected sein können über digital. Und ich bin auch überrascht, wie viel wir in unseren digitalen Workshops, was wir da für eine Verbindung aufgebaut haben zu den Leuten, die wir nie in Person getroffen haben. Und was da für tolle Ergebnisse erzielt wurden, auch wirklich so stimmungsmäßig, emotional. Und gleichzeitig ist mir aber wirklich wichtig, so schnell wie möglich wieder mit Menschen in Person zu arbeiten, weil ich merke, dass einfach da fehlt eine Komponente gerade. Und auch wir jetzt, wir sehen uns jetzt gerade über Zoom und es ist total schön, euch zu sehen, aber ich drücke gleich auf den Knopf und dann bin ich wieder hier in meinem Zimmer und sitze hier alleine und ne, so, es ist einfach so, früher hat man sich noch verabschiedet, vielleicht einen Arm genommen, dann nochmal gesehen, wie man weggeht und jetzt drückt man auf den Knopf und die andere Person ist weg. Also das ist was, wo ich selber merke, das fällt mir echt nicht leicht im Moment. Und da freue ich mich drauf, wenn wir hoffentlich bald uns alle in Person sehen können. Und vielleicht wir drei uns ja auch mal. Ja, unbedingt. Würde mich freuen, ja. Was du gesagt hast mit dem Knopf und einfach weggehen. Oh wow, ich Ja. habe überlegt, oh mein Gott, und ich glaube, das ist schon die Zukunft, gell? Weil, also jetzt würden wir uns an diesen digitale Arbeit gewöhnen und dann wird es irgendwann wie eine Routine und dann
Muss man, also es ist, ich glaube, Menschen würden sich zwar auch persönlich treffen, aber auch ganz viele auch noch über Zoom weiterarbeiten. Aber was es ein Vorteil ist, was jemand mir einfach auch ein bisschen mindblowing, wenn es mir erzählt hat, er meinte, ja, aber schau mal, jetzt du bist ja auch bei mir zu Hause, weil du weißt mal, wie meine Umgebung aussieht und ich weiß, wie deine Umgebung aussieht und dann fühlt man sich gleich bei den anderen eingeladen, was ich ziemlich cool finde. Und jetzt immer, wenn ich praktisch dein Bild und Zoom erscheint und ich dich sehen kann und dein Zuhause, einen Teil von deinem Zuhause sehen kann, fühle ich mich ein bisschen wohler, als zu denken, ich bin über Zoom. Ich fühle mich, als ob ich bei dir jetzt Teil von deinem Zuhause Das stimmt, ja. bin. Zu Hause eingeladen, Zu ja. Hause eingeladen bin, genau. Ja, und das hat auch tatsächlich in Unternehmen viel verändert, zumindest mit den Unternehmen, mit denen wir arbeiten oder die wir kennen, dass man sich nicht mehr so förmlich trifft, sondern zu Hause auch nicht jetzt immer ein Hemd trägt und einen Anzug und unweigerlich auch was von seiner Privatsphäre hergibt. Und das hat, glaube ich, auch einen positiven Aspekt. Also man begegnet sich wieder als Mensch. Wir sind alle in der gleichen Situation, egal wie viel Gehalt wir verdienen. So, ich kann noch so viel Gehalt verdienen, ich kann gerade nicht ins Büro gehen. Ja, damit bin ich auf der gleichen Ebene wie ein Junior, der mir aber genauso gegenüber sitzt. Das Das stimmt. hat schon was Demokratisierendes oder was. Es bringt wieder auf den gleichen Level, ja. Ja. Und ich bin Man auch. fühlt sich wieder geerdet, ein bisschen verbundener. Wiederum in einer anderen Art und Weise, genau. Ja, und lass uns schauen, wie Ja. die Zukunft aussieht. Also, es wird mit Sicherheit Hybrid sein, es wird beides sein. Ja. Ja, denke ich auch. Ja. Und. Also das heißt, wir werden uns wahrscheinlich doch mal darüber unterhalten. Hoffentlich, ja. Bestimmt. Ja. Wunderbar. Danke dir für Vielen deine Dank für deine Zeit. Zeit. Sehr gerne. Wie du selber schon gesagt hast, wir hätten noch gut weiterreden können. Genau, vielleicht haben wir ja nochmal die Möglichkeit, ein zweites Gespräch zu führen in der Zukunft. Vielleicht kann man sich dann auch schon wieder in echt treffen. So Du machen bist wir immer das. willkommen in Okay. Frankfurt. Dann dir ganz viel Erfolg, ganz tolle Arbeit, die ihr da leistet. Ja. Und wir werden alles unten verlinken und dann kann man euch und eure Arbeit auch finden. Super, danke euch für die Einladung und hat mir sehr viel Freude Vielen, vielen gemacht. Dank. Danke für deine Zeit. Schreib uns, was dir gefallen hat und welche Themen du noch gerne hören würdest. Vergiss nicht, uns eine Rezension zu schreiben, die Folge mit Freunden zu teilen und den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns darauf. Danke und bis zum nächsten Mal.